Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. In der letzten Folge haben wir uns im Orkgebiet ein bisschen umgesehen, haben viele, viele Orks platt gemacht und Xardas haben wir auch kennengelernt. Ob das nun letzte oder vorletzte Folge war, spielt keine Rolle. Haben von ihm den Auftrag bekommen, den Ork-Schamanen zu finden. Der verbannte Ork-Schamane, genau. Und haben natürlich auch noch den anderen Quest offen gehabt, nämlich das Treffen. Wir sollen für Diego und Milton, Gorn und Lester Bescheid geben, dass die für das Treffen sich an einem bestimmten Ort sammeln können. Und dazu braucht er natürlich die Information und deswegen sind wir hier. Also Lester, würdest du uns bitte so freundlich gesinnt sein und uns zuhören? Ich habe Diego und Lester Milton im alten Lager getroffen. Hey, was machst du denn hier? Ja, ich dachte, die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um total logisch. Zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Meister Schüler Iberion ist tot. Versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also, pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Der Schläfer? Das ist ein verdammter Feind. Das haben wir doch schon längst geklärt, Lester. Bist du immer noch so verblendet? Ja, okay. Also, wir haben jetzt Lester die Nachricht überbracht. Damit haben wir nochmal 1000 Erfahrungen abgesahnt. Wo bin ich? Und ja, 1000 Erfahrungen, ne? Dafür mal kurz hierher zu laufen, sind die 1000 Erfahrungen schon eine sehr gute Belohnung. Nur falls ihr euch wundert, falls ich dann zwischendurch mal meinen Charakterbildschirm aufmache. Ich habe noch ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt jetzt vor der Folge besser gesagt. Nicht, weil ich irgendwie hunten oder grinden wollte, sondern einfach, weil ich mich auf dem Weg zu der Bergfestung hier begeben habe und da entsprechend noch ein paar Gegner platt gemacht habe. Ein paar Warane. Ich glaube, es waren 7 Warane und ein Bluthund. Das gab noch ein bisschen Erfahrung. Die habe ich natürlich gerne mitgenommen, denn ja, wir wissen, ich bin gerade mal im Kreis 2 der Magie. Ja, genau, zweiter Kreis. Und wir wollen ja auf jeden Fall noch irgendwann den vierten, fünften Kreis erreichen. Wir sind gerade im vierten Kapitel. Das heißt, momentan ist es nur möglich, auch den vierten Kreis zu erreichen. Das würde uns allerdings 45 Lernpunkte kosten. 20 für den dritten, 25 für den vierten. Und ja, ne, die wollen wir natürlich beide noch so schnell wie es geht mitnehmen. Dann kaufen wir uns irgendwann auch noch die entsprechenden Zauberrunen. Und dann geht's richtig ab. So, jetzt sind wir allerdings auf dem Weg zum alten Kastell. Das war ja eigentlich unsere Aufgabe. Der kleine Besuch bei Lester war ja nur noch so ein kleines Zwischending, so eine kleine Nebenaufgabe, die ich unbedingt mit erledigen wollte. Und jetzt geht's halt entsprechend zu dem besagten Kastell. Und von diesem Kastell ist, wie Xardas schon sagte, nicht mehr viel übrig. Denn nur noch die Grundmauern. Und da sieht man sie schon am Horizont auftauchen, am Hintergrund. Und ja, wir werden jetzt dort mal reinschauen. Dort werden wir vermutlich den Ork-Schamanen treffen. Und ich kann euch schon mal sagen, man sollte hier mit Full HP reingehen. Ich habe jetzt 302, ja, okay. Von 300 von 302. Ich speichere hier auch mal. Denn ich habe ja gesagt, ich will nicht mehr ständig alles laden müssen. Und replayen 1000 Mal an der Stelle, wo ich viel später hätte speichern können. Und deswegen speichern wir hier jetzt nochmal. Denn hier drin sind ein paar knackige Gegner und die wollen wir uns jetzt mal vorknüpfen. Hallo, Ork-Schamane, willst du mit uns kämpfen? Er wollte uns noch eine lebendige Fackel machen, hat Xardas ja angekündigt, ne? Und da haben wir Ork-Tempokrieger. Richtig starke Orks. Wow, die haut aber auch zu. Jetzt hat er die XP geklaut, dieser Penner. Okay, dann hätten wir 400 XP. Ich lade nochmal. Sorry, aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Das tut mir leid. Schon mal an der Stelle. Aber ich möchte unbedingt die Erfahrung mitnehmen. Das ist sehr viel an der Stelle. Ich muss übrigens sagen, dass ich hier von dem Sound noch nicht so ganz überzeugt bin. Das fällt mir jetzt so in Folge 88 auf. Nee, so weit ist es noch nicht. Ich glaube 35. Ich lasse es jetzt so. Scheißegal. Denn die Effekte sind immer sehr laut. Also dieses von den Orks und ne, die Musik im Hintergrund ist relativ leise. Naja, wir schauen mal. Diesmal haben wir ihn, sehr gut. Komm schon. Das ist mir echt zu laut hier. So, den hätten wir auch. Einer ist noch. Und den hätten wir auch. Wow, ich bin sogar fast gestorben. Das war krass. Der Ork-Schamane greift uns schon mal nicht an. Das ist schön. Das wäre auch ein bisschen unangenehm, denn der ist mit Sicherheit nicht ganz schwach. Die Schamanen sind... Ich habe immer noch den... Ein bisschen zu laut auf meinen Ohren. Die Schamanen sind immer sehr, sehr schwere Gegner in diesem Spiel. Die machen gut Schaden. Die machen auch gerne mal solche Attacken, wo man halt so ein bisschen schlecht wegkommt. Also diese Feuerattacke, wo man so ein bisschen zappelt davon. Das machen die auch gerne. Und
Nun ja, ich werde das mal ein kleines bisschen was essen, wenigstens ein bisschen mein HP auffüllen. Ich habe auch noch 250 Fleischkeulen, ich weiß gar nicht, wann ich die alle essen soll, das ist so viel. Ja, gut, wir werden das erstmal nicht weiter auffüllen, denn ich denke, ich werde mich dann nochmal teleportieren, bevor ich wieder in irgendeine Schlacht ziehe. Dankeschön, Fremder. Und das ist so schade. Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Okay, ich muss jetzt doch mal den Sound noch ein kleines bisschen anpassen. Sorry, dass ich das jetzt zu spät mache, aber ich finde, das ist einfach gerade zu leise. Meine Effekte und Sprache? Das ist hier so laut. Dann machen wir einfach die Sprache ein Stück lauter. Okay, genau. Hat das jetzt geklappt? Ich bin dumm. Ja, okay. Ja, gut, okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt passt. Okay, wer bist denn du? Wer bist du? Name Urshak. Name Urshak. Sein von Geist. Menschen nennen Schamane. Ich finde den übrigens sehr cool, den Typ hier. Nur mal so am Rand. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen, Sklave bei Menschen in Mine. Seien gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Tal mit Kessel. Mine gewesen, mit Dorf in Kessel darüber. Ja, gut, das weiß ich. Warum kämpft mein Stammesbruder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Oh, der Arme. Und beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Krushak? Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Wen meint er denn da? Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Der Schläfer also. Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen. Seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals. Haben gebaut, Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben, mit unter der Orkstadt. Das meinte ich auch mit Tempel vorhin. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen allen, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Also Untote. Beides. Mhm. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was okay, das sind gute Informationen, wichtige Informationen. Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Oh Mann. Also eine Herde untoter Orks mit untoten Orkschamanen. Alles klar. Klingt ja nach Spaß. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten, Krushak. Um ihn zu besänftigen. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen! Brüder schlagen Urshak! Der Arme, ey, das ist echt mies. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Habt ihr das gerade gesehen? Das Textfenster, das war ein kleiner Bug. Mal wieder. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viel. Sehr viel. Nicht gehen. Viele Kriege. Fremde sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer. Dann Fremde sterben. Ich will nicht sterben, Mann. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak keinen Weg. Fremde tragen Ulu-Mulu. Gib mir ein Ulu-Mulu. Was ist ein Ulu? Ulu-Mulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulu-Mulu. Fremde tragen Ulu-Mulu. Dann Fremde nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulu-Mulu? Tausend Erfahrungen dafür? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulu-Mulu. Fremde tragen Ulu-Mulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das habe ich verstanden. Mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich dann Freund? Urshak, oh Mann. Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund diese Raben hier, ne, das macht dann alle. Krank. Tja, also ich weiß jetzt natürlich schon, in welcher Mine er ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, Urshak kann mir sowieso nicht sagen, welches ist. Ich drücke jetzt einfach mal auf die freie Mine, denn da muss ich eh hin. Warst du in der freien Mine gefangen? Die alte Mine ist zugeschüttet, die verlassene Mine ist verlassen. Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben,
Menschen nennen soll. Ja, ist ein bisschen schwer zu erkennen, was er damit meint, aber er meint danke für deine Hilfe. Das sage ich Urschak jetzt schon mal. Urschak danken, Fremde. Fremde retten Urschak. Ja, habt den Ort, Freund. Von Urschak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Okay. Urschak nicht können gehen Heimat. Urschak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay, gut. Vielen Dank erstmal dafür, Urschak. Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch zum Sumpflager zurückgehen. Wo habe ich denn die Teleport-Geschichte? Hier. Ich möchte mal ganz kurz zu dem Händler im Sumpflager gehen, bevor ich mich jetzt zurück zu Xardas mache, denn ich muss jetzt mit ihm sprechen. Xardas weiß schon viel von dem, was wir jetzt in Erfahrung gebracht haben. Er hat uns erstmal so ein bisschen testen wollen damit und ja, wir werden ihm jetzt erzählen, was Urschak uns gesagt hat. Wir haben jetzt einen Ork-Schaman, der unser Freund ist. Also wer kann das schon von sich behaupten, oder? Also bei Gothic 3 ist es dann vielleicht was anderes, aber hier in Zeiten von Gothic 1 ist das schon was sehr Besonderes, mit einem Ork befreundet zu sein. So, denn die meisten Orks können auch nicht reden, ne? Das ist in Gothic 3 können die Orks dann alle reden, das ist schon cool. So, tauschen wir mal. Ich möchte Schriften über... Was hast du denn Schönes? Übersicht Sumpflager wollte ich eigentlich nicht. Die Tränke wären vielleicht ein paar davon, wären cool. So, mal 5 davon. Hast du noch irgendwelche interessanten... Wow, Ring der Unbesiegbarkeit. Das ist nice. Den nehmen wir mit. Also Ring der Unbesiegbarkeit ist schon was Besonderes. Hier hätten wir noch einen Ring der Unantastbarkeit. Auch nicht schlecht eigentlich. Vielleicht nehmen wir den auch noch mit. Obwohl, das ist, ich glaube, es gibt dann später noch einen zweiten Ring der Unbesiegbarkeit. In diesem Sinne wäre das natürlich Quatsch, den jetzt mitzunehmen. Ja, die Waffen brauchen wir auch nicht. Wie sieht es mit irgendwelchen Zaubern aus? Freundlich stimmen, Kontrolle, das kenne ich gar nicht. Da kann man, glaube ich, Tiere kontrollieren. Heilung? Heilung? Heilung wäre cool. Licht auch, sehr schön. Wir nehmen ein bisschen was mit, wir sind jetzt Magier. Das sieht man uns zwar nicht an, aber wir sind Magier. Ich hab mich für den Magier entschieden. Sturmfaust brauchen wir nicht. Das ist Kreis 4, das ist noch zu heftig. Windfaust, was ähnliches. Telekinese brauchen wir auch nicht, alles Rotz. Hast du noch was Schönes für mich? Nö, das war's. Gut, es ist natürlich wieder eine Menge Asche, die ich hier dafür machen, rüberladen muss, aber das bekommen wir schon irgendwie hin. Feuerball, das könnten wir mal gebrauchen. Was Feuerballmäßiges, ne? So, wie sieht's denn aus hier? Eine alte Streitaxt, die kann rüber. Die ganzen anderen Ork-Waffen, die wir hier haben. Den Ork-Hammer werde ich mal noch aufheben. Ich glaube, es gibt keinen Golem mehr in diesem Spiel, aber man weiß ja nie. Vielleicht habe ich das auch irgendwo was vergessen, deswegen werde ich da jetzt noch nicht zu früh reagieren. So, die ganzen Armbrüste brauchen wir auch nicht mehr. So, dann hauen wir noch 11 Bolzen mit rein. Ich kann dann auch die Pfeile mit verkaufen und so. Das ist alles kein Stress, denn ich brauche den ganzen Krams nicht. Ich habe mich jetzt für die Magie entschieden, deswegen ist eine einfache Armbrust, wenn ich die dabei habe, reicht mir das. Ne? Und ansonsten muss ich da nichts mitnehmen. So, Nummer 0 ist das Licht. Das können wir gleich mal machen. So, und dann machen wir das noch. Ist die 4, Heilung. Gleich mal ausprobieren. Ah, das geht sogar so schrittweise. Cool. Das ist ja nice, oder? Also, man kann sich hier mit der Heilung einfach seinen Mana aufbrauchen und dann seine HP voll laden. Das ist richtig cool. Ich habe übrigens gerade kurz vor der Aufnahme noch gesehen, ich habe noch so einen wunderbaren Trank, so einen permanenten, den werden wir noch mit benutzen. 10 Lebensenergie dazu, ist zwar jetzt nicht extrem viel, aber es schadet ja nicht. Und dann werde ich jetzt nochmal ganz kurz zum Schmied gehen, mal schauen, ob der dort vielleicht... Ich würde nämlich gerne eine Karte kaufen, eine richtige Karte dieser Kolonie. Und irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass es das früher im alten Lager gab. Was machst du da eigentlich hier? Und ich bin aber leider nicht mehr die Möglichkeit, ins alte Lager zu gehen. Das heißt, ich werde jetzt mal Darion fragen, ob er mir da eventuell helfen kann. Ich will mit dir handeln. Gut. Wow, der viel Erz, alter Lachs. So, hast du einen schönen Ring? Nee, Holzhaut? Nee, den hab ich dir mehr verkauft, ne? Du hast auch keine Karte, wirklich nicht? Oh Mann, ey. Irgendwelche Waffen? Söldnerklinge? Ja, die habe ich ja schon. Hüterklinge, Söldnerklinge, ja. Was Besseres gibt es momentan noch nicht. Hier hätten wir auch noch einen anderen Hammer haben können, den Götterhammer. Aber auch der ist jetzt momentan nicht so von Belang. So, wir müssen unsere HP unsere Mana mal ein bisschen auffüllen, sonst können wir uns nicht teleportieren. Sieht es mit den Ringen aus? Was machst du eigentlich hier, Kollege? So, Ring der Erzhaut ist natürlich nicht so gut wie der Ring der Unbesiegbarkeit. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Schutz vor Geschossen und vor Feuer und Magie und so ein Spaß. Auch wenn der Magieschutz hier relativ gering ist. Ne? Sieht es hier aus? Stärke habe ich dran. Was habe ich noch? Schutz vor Feuer und Magie, das ist gut. Hier haben wir den orkischen Talisman, Schutz vor Feuer 20. Wird uns gegen die Feuerwarane noch helfen. Und das wurde uns nicht für umsonst gesagt, dass der uns gegen, also das wurde uns nicht für umsonst gegeben von Urschak. Denn wir werden bald gegen Feuerwarane kämpfen müssen, als Teil eines Quests. Und ja, ich möchte aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich sag mal so viel, es hat was mit Ulumulu zu tun. Mit dem Ulumulu, das wir hier ein bisschen bald brauchen werden, um irgendwie den Respekt der Orks in der Orkstadt auf unsere Seite zu bringen.
zu erlangen. Kurz gesagt. So, genau, okay, wir sind jetzt wieder bei Xardas, dem Dämonenbeschwörer, und jetzt werden wir mit denen nochmal kurz quatschen. Wir haben einiges erfahren, wie schon gesagt, und mal sehen, was er dazu zu sagen hat. So, Xardas, hallo. Du sollst jetzt nicht in deinem Buch rumblättern. Ja, das müssen wir reden. Also. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Spar mal die Einzelheiten. Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Warum hat Xardas jetzt so eilig? Weiß das jemand? Ich suche magisches Wissen. So, was hast du Schönes? Das sind nur die Beschwörungen, ne? Feuerball. Kreis 3. Das ist eigentlich cool. Das würde ich auch gern nutzen. Ich müsste mal... Bei Gelegenheit übrigens, ich werde jetzt mal den Feuerball noch kaufen. Ich müsste bei Gelegenheit mal irgendwie noch ein bisschen Lernpunkte in Mana stecken, ne? Das habe ich irgendwie ganz vergessen. So. So, 3 davon. Und dann nochmal. Achso, 10 noch, genau. Und dann hätten wir es schon. Hier nehmen die ganzen Mist, den brauche ich nicht. Und gebe mir dafür die wunderbare Rune. Ich bin noch nicht im Kreis 3, aber bald. Es fehlen noch 3500 Erfahrungen knapp. Und dann hätten wir es. So, was haben wir zu tun? Weg in den Schläfertempel wird noch nichts. Suche nach dem Ulumulu. Das heißt, wir müssen jetzt zurück zu den Wassermagiern. Ja, ja. Denn wir müssen in die freie Mine. Da soll ja der Ork sein. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Was möchtest du denn? Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Okay. Hast du was Schönes? Zeig mir deine Ware. Ich weiß echt nicht, wo ich die Möglichkeit habe, meine Karte herzubekommen von der Kolonie. Komisch. Na gut, du hast nichts. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Naja, aber nicht. Du wirst mich heilen und mir keinen Vortrag halten. Okay. Noch was? Gut, dass du uns beigetreten bist. Achso, genau. Ja, danke, Riolian. Das freut mich, dass dir das gefällt. So, und Satoras, wie sieht's bei dir aus? Ich habe übrigens immer noch die Söldnerrüstung an, weil die ein bisschen besser ist. Ich werde dann später aber die andere Rüstung noch anziehen. Dritter Kreis, hohe Robe, geht es schon? Ich möchte die... Es ist noch nicht... Nee, zu früh. Okay. Es wäre aber echt schön, wenn wir die hohe Robe noch bekommen würden, bevor wir in den Schläfertempel gehen. Denn das wird ein bisschen tricky. Gut, ich werde jetzt tatsächlich erstmal zu Gorn gehen. Der wird mir dann sagen... Ach ja, geh mal noch zu Wolf, bevor wir das und das machen. Wolf ist der Bandit hier auf der rechten Seite, der da oben steht. Sieht man ihn von hier aus? Nee, man sieht ihn nicht. Kann schon sein. Ja, hat sie ihn gerade geladen, ne? Da hinten steht der. Genau. Und der will uns noch sprechen, bevor wir in die freie Mine aufbrechen. Ja, denn das wird jetzt unsere nächste Aufgabe, die Befreiung der freien Mine. Also die Befreiung der nicht mehr ganz so freien Mine. Und dafür müssen wir aber, wie gesagt, dann nochmal zurück, weil wir von Wolf noch einen wichtigen Auftrag bekommen, der für die Quest, für den Hauptquest an sich nicht wichtig ist, aber der uns die Möglichkeit bietet, eine interessante Rüstung zu ergattern. Und ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr gleich sehen, was es damit auf sich hat. Ich weiß es natürlich schon und ich finde die Rüstung sehr cool. Die gibt es dann auch im zweiten Teil nochmal, allerdings nur mit Addon. Im zweiten Teil mit Addon. Und ja, alles weitere werdet ihr gleich sehen. Hallo Gorn. Du kommst gerade richtig. Quatsch, wie ein Fass, oder? Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Juhu. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Okay. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Das klingt cool. Wassermagier mit Kampferfahrung. Ich werde mit dir gehen. Stimmt. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay, gerne. Der erste Schritt? Das machen wir. Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe.
Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Das ist wichtig. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Okay, warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Ich muss ohnehin in die Mine. Was immer auch deine Gründe sein mögen. Ich bin froh, dass wir diese Sache gemeinsam erleben. Ich bin auch froh, dass ich dich dabei habe. Du bist Weltklasse. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Okay. Auf in den Kampf! Läufst du jetzt mit? Wie sieht's mit Cord aus? Hast du noch was zu sagen? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Nee, der hat nichts zu sagen. Okay, wir laufen mal nur ein kleines Stück vorwärts und dann müssten wir den Hinweis bekommen. Genau, habe ich ja schon gesagt. Ne? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Na gut, dann machen wir dann das noch fix. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Alles klar. Okay, also, das soll es aber auch erstmal für heute gewesen sein. Die Sache mit Wolf und mit der freien Mine, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich werde dann die nächste Folge beginnen, direkt vor Wolf. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich da hin muss. Da spare ich euch die halbe Minute Weg, um da hinzulaufen. Und ja, dann würde ich sagen, schaut euch noch auf der Endcut um, da gibt es ein paar interessante Informationen für euch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.